Jo, meine Freunde, was geht ab? Ich hoffe, alles klar bei euch. Bei mir ist nicht alles klar, und zwar liegt es daran, dass ich eine Wette verloren habe. Wenn ihr euch fragt, was für eine Wette, dann checkt einfach mal Merz neues Video ab. Ich habe es auch ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt, Freunde. Habt ihr euch das Video angeguckt? So, Merz, Wettschulden sind Ehrenschulden, und ja, fangen wir einfach mal an. Ich möchte hiermit einfach mal drei YouTuber grüßen, ja? Merz Matan, Leo Mascher und ApoRed. Jungs, ihr seid die größten Blender in der YouTube-Szene. Die größten Blender. Ich habe noch nie so eine Blender-Aktion auf YouTube gesehen. Ihr startet alle ein Beef, macht 10.000 Videos, generiert Klicks und Abonnenten bis zum geht nicht mehr. Und dann ladet ihr einfach alle drei ein Entschuldigungsvideo hoch. Ihr seid die größten Faker, die es gibt. Was für eine Missgeburt muss man sein, um 10.000 Videos hin und her zu machen. Und dann aber gegenseitig lutschen und so tun, als ob nichts gewesen wäre. Respekt, dass ihr euch nicht schämt. Respekt. Freunde, ihr habt diese ganze B-Scheiße verfolgt und im Endeffekt war das alles nur gefaked. Alles nur gefaked, Alter, bis zum geht nicht mehr. Ich könnte jetzt noch 10 Jahre über diese ganzen Personen reden und könnte alles Schritt für Schritt sagen, aber dann wird das Video unnötig zu lang werden. Ihr seid einfach die Fick eure Klicks, die ihr durch diese ganze B-Scheiße generiert habt und ich ihr euch generiert habt. Schämt euch in und ja, das soll's gewesen sein. Grüße gehen raus an meinen Bruder jetzt Merz TV. Ich hoffe, ich konnte damit meine Wettschulden einlösen. Und ja, gebt euch was für Fragen 2.0. Nimmst du noch? No. Okay, Digga, weißt du, was wir jetzt auf meinem Kanal machen? Warte, Fragen. Hast du geguckt, das letzte Video? Okay, ich erkläre es dir mal. Ich lese einfach irgendeine Frage vor. Du kennst es doch, du scoutest nach Fragen. Scout oder Scout? Du scoutest nach Fragen. Ja, scoutest. Ja, du scoutest nach Fragen und alle sind so dumm. Du suchst nach guten Fragen für Video, du findest nicht. Alle blöd. Ja, erkenne ich. Und diese Fragen werden wir jetzt einfach mal beantworten. Die dümmsten einfach. Beleidigen oder auf Ernst beantworten? Oder so wie das aus deinem Herz rauskommt. Oder? Wo, Bruder? Okay. Bereit? Ja, gib erste Frage. Willst du erst beantworten oder soll ich erst? Ja, gib mir, komm. Trinkst du Wasser? Nein, Bruder, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, ich pisse mir selber ins Gesicht und das trinke ich dann. Ihr seht gleich aus. Bruder, aber. Wo sehen wir gleich aus, Digga? Ich würde verstehen, wenn Leute mich mit Matta verwechseln, aber mit ihm. Warum sieht der so broke aus? Warum siehst du so broke aus? Bruder, weil du broke bist. Broke Please sind natürlich in der Videobeschreibung, Freunde. Aber meinst du natürlich ganz unten gleich. Nächste Frage. Janabe, ich benutze auch das gleiche Haarwachs wie du. Phonex, bin ich jetzt cool? Ist er jetzt cool? Das ist doch kein neues Format. Das hattest du doch schon. Nein! Ich habe nur normale Fragen beantwortet, die richtig vernünftig waren. Ich habe auch vernünftig beantwortet. Aber hier kommen einfach die dummen Fragen und einfach dumm antworten. Und nächste Frage. Okay, richtiger. Schenkst du mir deinen YouTube-Kanal, wenn ich dir 1 Cent gebe? Witzig! Darf ich mal antworten? Nein. Ah, er hat immer noch kein Facebook! Ah, lustig! Merz, sag, Jan Broke soll sich Facebook machen, AMK. Ja, Digga, mach dir Facebook. Hä? Okay. Trotzdem ist gar nicht besser als Fennel! Ja, das ist doch einer der Gründe, warum ich kein Facebook hab, Digga. Die kommentieren doch überall dasselbe, ne? Stimmt das? Hab ich recht, oder? Wie sieht das jetzt besser? Schüchtern, jetzt hast du richtig reingeschissen, Mann, nächste Frage. Mann, diese Frage, Digga, guck nicht so. Bestimmt besser? Ja, bestimmt besser, vielleicht morgen. Nein, gestern. Nazis essen heimlich Döner und Jabok hat heimlich Facebook. Die Frage ist zu dumm. Mann, der Bastard. Alle denken Fake, aber ich schwöre, es ist kein Fake, der Stuhl ist kaputt. Junge, unter dem Stuhl klebt einfach Popel. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Wie kann man eigentlich so ausrasten wie du? Gibst da ein Rezept? Ja, Leute, das Rezept ist einfach ein FIFA-Spiel und gegen ihn gewinnen. Bei mir klappt das jedes Mal. Gegen mich gewinnt aber keiner. Außer Merz. Das ist einfach Fakt. Das ist Fakt. Habe ich nicht nur gewonnen, sondern zerberstet, zerstört, alles Mögliche. Nicht FIFA. Junge, bist du wen? Hab ich dich getroffen? Nein, aber wieso hast du das gemacht? Digga. John, zeig die Toilette bei dir zu Hause und scheiß rein, bitte. Wie sieht deine Scheiße aus? Bruder, schau einfach in den Spiegel. Also Bruder, nur eine Frage kommt Cracky vom Silvesterabend. Leute, da ist mir eine Sache passiert, da ist ein kleines bisschen schief gelaufen. Guckt einfach selber. Oh, mein Ohr! Oh, mach Licht mit Handy, mach Licht! Komm mal rein. Eine Frage, warum sagt man immer Digga? Ich sag das auch immer, warum sagt man das? Keine Ahnung, Digga. Warum sagt das? Fuck Simon Desio. Messio. Maimon Messio. Weißt du, was Maimon Desio von meinen alten Videos? Willst du jetzt, dass ich den Fanboy rauslasse? Jamit, was nimmst du auf? Taschenrechner oder Staubsauger? Perz, ich will in dein Video in was wir fragen 0.2. Bruder,
Oder in welchem Film bin ich gerade? Bis hierher lief es noch ganz gut. Bis hierher lief es noch ganz gut. Bis hierher. Wichtig ist nicht der Sprung, sondern der Aufprall. Und nicht weiter. Warum wurde das WFS Kinder 6.0 gelöscht? Ja, Freunde, ich kann mir das leider auch nicht erklären. Scheiß drauf, warum es gesperrt worden ist. Oder abonniert wirklich meinen zweiten Kanal. Ist einfach sicher, sicher. Mama, oder auch. Guck mal, nein, warte mal, alle denken. Ich abonniere. Egal, wenn die gelöscht wird, dann holen die alle rum. So, komm mal. Zweite Kanal, Jump Rope 2. Richtig einfach so jetzt. Ja, aber ich benenne den Kanal wieder in Jump Rope und wenn dieser. Andreas. Du sagst immer, dass du nie Zeit hast, immer Videos zu machen, obwohl du immer zu Hause bist. Und da sind wir auch schon wieder, meine Damen und Herren. Obwohl er keine Zeit hat. Obwohl er immer zu Hause ist, Speicherkarte einfach voll gerade von der Kamera. Ja Leute, wir sind sehr professionelle YouTuber. Ey John, nimm doch mal deine Fragen, du Pisser, Alter. Wenn du mich nimmst bei Dingsbums, was für Spacken, du Lauch, dann hole ich meine Cousins, weißt du, ADHS-Kind, scheiß Türke. Scheiß Türke. Das Ding ist? Scheiß Türke. Ja, ich bin scheiß Türke. Wir aber das Ding ist... einfach scheiß Türke. Ja, scheiß Türke. Na guck mal, das Problem ist, wie sind die zu Hause? Ich gucke jetzt Johns Video und ich werde jetzt was kommentieren. Scheiß Türke. ADHS-Kind? Cousins! An der Cracky-Baschlatte! Cracky-Baschlatte, Cracky! Cracky, Cracky, Crack, Crack! An der Papa! Cracky-Baschlatte! Junge, was ist los mit dir? Mach mal wieder Video! Brauchst du Schläge? Egal, mach einen Crack-Vlog, reicht langsam! Du hast vor lange kein Video mehr gemacht! Oder Video! Nicht Video, Video. Facebook wird überbewertet. Da sieht man, wie zwei Typen in Auto sitzen und Milliarden Katzenvideos. Die Katzen sind ja noch süß, aber die zwei Typen... Hat die jetzt eigentlich da kommentiert unter dem Bild von uns, Alter, oder? Allein der Name, Digga. Eva, Willi, Heruri. Willi Hure. Ja, ciao. Ciao, hat ganz gut. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Ja, das war schon. Und hat Spaß gemacht, was zu fragen? Ja. Ja? Ja. Cool. Ciao. Mac nehme ich mit, ne? Nein. Geht nicht weg. Will dich einer mit mir paaren?